Hi mein Lieben, ich bin's Lena. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr werdet euch wundern, ich sitze vor einem ganz anderen Hintergrund. Aber das auch nur, weil das mal ein ganz anderes Video ist. Und zwar möchte ich euch ganz kurz mal eben erzählen, was bei mir so abgeht, was sich so getan hat und was ich in letzter Zeit für erfreuliche News bekommen habe. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen einen Anruf bekommen und wurde gefragt, ob ich Interesse hätte an einer Zusammenarbeit. Meine Freude kam auch ein bisschen, nachdem ich aufgelegt habe, weil währenddessen war ich schon ein bisschen sprachlos und baff. Auf jeden Fall ist das Seite, ist ein Vergleichsportal, stylelounge.de heißen die. Und die sind auf mich gekommen, natürlich durch meine Videos, aber ich denke, eigentlich haben die sich gegoogelt und sind dann irgendwie auf meinem Kanal gelandet. Wie dem auch sei, die sind bei mir gelandet und haben gefragt, ob ich Interesse an der Zusammenarbeit habe. Nachdem ich einige Punkte geklärt habe, wie zum Beispiel, dass ich nichts irgendwie machen möchte, was mir selber nicht gefällt oder irgendwie, dass sich meine Videos ändern sollen oder sowas, ja, dass sie sich jetzt zu sehr einmischen. Das war aber nicht so, also die sind mir mega entgegengekommen. Das Gute daran ist, das ist halt kein Online-Shop in dem Sinn, das ist ein Vergleichsportal mit ganz vielen Online-Shops und die haben auf jeden Fall bei mir richtig gepunktet, weil die mit Jux zusammenarbeiten. Ihr wisst es bestimmt, das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsshops. Ich habe ja da diese Infokarte dann und such euch ja vergleichbare Sachen immer raus, weil ich werde halt oft gefragt, irgendwie, woher ich die Hose habe oder irgendwas und ich möchte euch ja halt auch so viel Info immer wie möglich geben und suche dann immer ähnliche Sachen raus, ja, die meinen ähnlich sind und habe ab und zu halt auch diese Seite dann mal benutzt und die fanden das ganz cool. Da dachte ich, ja gut, also für mich ändert sich nichts, für euch ändert sich nichts. Das war mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ich weiterhin meine DIYs mache und so, da bräuchte ich überhaupt gar keine Panik haben. Bleibt alles so, wie es ist, aber das ist auf jeden Fall eine Nachricht gewesen, die mich mega gefreut hat, weil ich hatte noch nie irgendwie so einen Anruf bekommen und wurde gefragt, ob ich Interesse an der Zusammenarbeit habe. Deswegen, ja, hat mich das mega gefreut und es freut mich auch immer noch. Und ja, für mich wichtig war das, warum ich dieses Video eigentlich mache, damit ihr euch mit mir freut, ne? Aber damit ich das natürlich mit euch teilen kann, aber damit ihr auch wisst, dass sich halt nichts ändern wird und dass die Videos so bleiben, wie sie sind. Und dann gibt es noch eine coole Nachricht, aber da darf ich leider noch nichts zu sagen, aber ich glaube, das wird auch super interessant für euch werden und darauf freue ich mich auf jeden Fall auch schon mega und dazu, sobald ich darüber reden darf. Und ja, ich hoffe, ihr verbringt einen schönen Tag. Ich werde, glaube ich, jetzt ein bisschen die Sonne genießen. Ich hätte euch gerne meine Katze gezeigt, aber die liegt da faul in der Sonne rum. Und ja, stay tuned. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bye, bye.